Darauf wird nur geschaut. Das heißt, derjenige, der eine Geschichte erzählt hat, ich bin verfolgt worden in meinem Heimatland, Ja. der kriegt erstmal einen Schutz, auch wenn er gegebenenfalls jemanden verletzt hat, eine Schlägerei begonnen hat. Der andere, der ganz brav gewesen ist und die Geschichte erzählt, die man aber nicht glaubt oder der halt keine Geschichte hat, der kriegt halt keinen Schutz. Nur derjenige, der halt eine Geschichte erzählt, die gut ist und einen Schutz bekommt, aber dann später Schwierigkeiten macht, der wird ja irgendwann überprüft werden und irgendwann vielleicht heißt es dann, okay, er ist nicht mehr schutzwürdig, weil er hat zu viele Straftaten begangen und dann kriegt er seinen Status auch wieder aberkannt. Alle haben ja gerade gesagt, auch diese Kto-Dauta, diese Kaga-Bajbe, aga Zakokeshbe, oder Kalkishbe, Hakian Bonia, oder Himata, kann ich am Katadene, Balam, du Aizari, ich trisseri, mal auf Katakano, Kato, Charlotte, Kto, Initia, auch Katahtimala, in der Kalesenoa, ich kam Kalesenoa, aber Und Balam, fies in der Oregli, Entschuldigung. man muss ja schauen, ne? Ich habe ja vorhin diese 4 Jahre und 6 Jahre und 8 Jahre genannt. Da kriegt man natürlich nur eine Aufenthaltserlaubnis, wenn man keine Straftaten begangen hat. Ja? Das heißt, derjenige, der sich immer rechtstreu verhalten hat und auch aber keinen Schutz bekommen hat, der hat ja dann später die Möglichkeit. Derjenige, der zwar den Schutz bekommen hat, sich nicht rechtstreu verhalten hat, der bekommt später entweder keine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis oder kriegt sie ganz weggenommen, kriegt dann aber später nicht die Aufenthaltserlaubnisse nach 4, 6 oder 8 Jahren. Alle auch basen kaputt. Okay, sani ka iqamo organ iqamo balam kesh ani no duai kesh ekan la kotai kesh ekan bo abet wazari shiter. Balam okay sani ka iqamo ani o hiç kesh ani na oto ka iqamo organ yeksar abi ba iqamo daimi iqamo ka bo an ha zor başladı. Zor başladı. Yek pıçari cevaz ili ekan. Bala. Zor bey zori piyavaka piyavi panaber. گلی آوان هی علی جوی لج نکم من اجیره جوی ری امن نجیره اما برای این بلین مثلا تلفن کنیم با پلیس بلین جوی نکم من یه می کشتو باور نکم بج نکم من بلی به حال نینو که من برینه به باوری پیه کنو و یک سق جبه جیه کن دست از نیش میت فلوشنگ تو تون دست از میت شتراف تا تو تون این دوشنان ویت نو این فراون گکلاو تو مایشوی گیبس Manche Flüchtlinge haben Probleme mit Frauen, also mit Familienproblemen. Die Männer sagen, ja, in Deutschland nur wird auf Frauen reagiert, auf Männer nicht. Egal was, wenn ein Mann kriegt eine Schläge von einer Frau, und glauben die Frauen. Warum eigentlich so? Das stimmt so auch nicht. Natürlich ist es so, dass man eher natürlich Frauen glaubt, die sagen, ich bin jetzt hier geschlagen worden von meinem Mann, ich bin vergewaltigt worden oder sowas. Aber auch das muss ja überprüft werden. Und auch da muss sein, dass diese Frau glaubwürdig ist. Das heißt, sie wird vernommen werden und dann muss sie ihre Geschichte erzählen und dann prüft man, ob das stimmt, was sie sagt, aufgrund der Erzählung. Man nimmt natürlich an, dass gerade bei Familien aus Ländern aus Irak oder sowas, natürlich der Mann der Starke ist, ja, und dass es dann eher selten ist, dass die Frau den Mann schlägt. Das ist ja schon mal ein Kriterium, wo da allein im Kopf der Polizeibeamten oder der Staatsanwaltschaft eine Rolle spielt, aber natürlich muss auch das untersucht werden, ja, und wenn dann das glaubhaft erzählt wird, man hat zum Beispiel eine schwere Verletzung im Gesicht, einen blauen Fleck oder sowas, dann muss dem natürlich... Von Mann, meinen Sie? Ja, der Mann hat jetzt hier einen blauen Fleck, dann muss natürlich überprüft werden, ob das stimmt, was er erzählt hat. Und wenn dann er erzählt, die Frau hat mich geschlagen, dann wird er ja vernommen werden. Und wenn die dann sagen, das ist glaubwürdig, dann kriegt auch die Frau eine Strafe. Allein in Hirwania, immer da immer Bauer bei Afretnaken, weil am immer Seelikäse kein. Aber Pia, ich bin ein Mann, 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 دائما بياو عراقي دستي أروى وبقوته ودس أوش يعني باورنا كن ك شقينا جن جن لبياو كي خوي بدأ جن شكاتي كردو بيجوي بياو كببينن برياري عن دوا كدو ل لصطمة النزيك ينبيته ويكسر يعني بيجوي بياو كببينن بزان نجنا كراسة كأنا بياو تو نبي صطمة النزيك يبيته و غرامته كي شو أنا أو يعني also eine Irake auch so passiert ist die Frau hat einfach gelogen. Und der Mann jetzt darf nicht 100 Meter von dieser Frau in die Nähe. Also die haben noch nicht diesen Mann gesehen. Die Polizei hat nicht gesehen. Dieser Fall hat nicht bearbeitet. Ja. Also das ist jetzt auch keine strafrechtliche Sache, sondern es ist eine im Endeffekt familienrechtliche Sache. Das heißt,
Das ist ein sogenanntes Gewaltschutzverfahren. Das heißt, die Frau ist zum Familiengericht gegangen und hat gesagt, mein Mann hat mich geschlagen oder stellt mir nach und belästigt mich ständig, obwohl ich das nicht möchte. Und dann kann man dieses Gewaltschutzverfahren beim Familiengericht, also einen Gewaltschutzantrag beim Familiengericht stellen. Und das Familiengericht entscheidet dann, okay, er darf sich nicht nähern. Das ist unabhängig vom Strafrecht. Strafrechtlich interessant wird es dann, wenn er gegen diese Anordnung widerspricht, also sich anders verhält. Er kann gegen diesen Gewaltschutzverfügung vom Gericht kann er Einspruch einlegen, dann kommt es zu einer Verhandlung und dann wird es neu geprüft vom Gericht. لا تمني شنك أو باوكي تدنا تواني في ولا واب كوا أمامك. من فيك عارف إن دولشن فاتا أو دا ماما كان يش تسم توخت أو تسم يو يو تسم زون زاغن دافس بس نش ماهن. Also in Deutschland ist es so, dass man ab 18 volljährig ist. Ja. Und ab diesem Zeitpunkt hat grundsätzlich das Kind kann das Kind machen, was es will, unabhängig von den Eltern. Ja, ob das dann natürlich im Einzelfall so ist, weil die Eltern ja immer noch vielleicht die Hosen anhaben und bestimmen können, ist eine andere Sache. Aber grundsätzlich ab 18 ist man volljährig und damit eigenständig. الیم شو نیم او لایه ها را کرکم دایکو باکی باید نیه پیوند آبی بیتو زودی دکه. Also er fragt, wenn einer 18 Jahre alt und ruft seine Eltern und sagt, ich komme nicht mehr heute nach Hause, die können nichts machen, oder? Nein. Nachher. Weil ich bei mir viel an Rolle, weil ich viel an meinen Nervit. Kann sein, ja. Was? Ach, besser, wo ich bleibe. Das ist die letzte Frage, wir wollen ihn nicht stören. Ich hab's halt. سزای خیانتی جن با پیا با جن چیه لیره؟ Also die Strafe, wenn jemand betrügt seine Frau oder Mann betrügt, Frau betrügt seinen Mann, was für eine Strafe kriegt man? Das heißt, also wenn man fremd geht. Genau. Das ist in Deutschland nicht unter Strafe gestellt. Nicht unter Strafe? Nein, das darf man. Israel am Ende ist ja nie. Ich würde es sagen, ich nie. Sonst wäre halb Deutschland im Gefängnis. Aber ja, gerade wir haben Almanen auch auf Sizen. Vale. Ah, برزان طبعاً وتي هيج جور سزاي كينية لبروا أجر سزاي هبه خوي عليه همو ألمانيا كده زندان بنتي خانوا إما زوزو ده سوشيلة كين زوزو سباستا كين فيلين دانك فيلين دانك فور ديز شونة also die Frage das ist nur für unsere Zuschauer und die wollen ganz genau wissen und wir bedanken Ihnen, das haben Sie Zeit gehabt für uns. Bitte, bitte, kein Problem. Slav Azizanem Agaristan, Herr Marco, La Landauer, Namishana Kashi, Achene Ser, Shashi, Televzene Kaman, Okasike, Masalan, Zulverfahren, Migration, Okasanika Strafen hier, Okasanika Kirschen hier, und auch Sharikudur, Ampiao La Landauer, wo Azmuni Panza Sali hier. هر کسی پرسیاری هست یا خود ایوی ناو نشانه کی اما ناو نشانه کی پیشکش کن پیشانی ایوی برز آدی لذا دوباره که ای شکا لبواری اوی کیسو پنابران و آنو لبواری طبعا کشکو ملایت کانش ای شکات برای سی پی ای کی زور رحسو که اما زور آسود دبوند قلیا زور با خوش حالی و ولامی پرسیار کنی اما دایم اما زور سپاسی کنیم دست خوشیلیک فیلم دانک و دست ich habe zu danken das wird nicht letzte mal Ich habe vielleicht noch eins. Man kann viele Fragen einfach nicht mit Ja oder Nein beantworten, ja. Ja, sondern unser deutsches Recht ist halt sehr kompliziert. Ja. Deswegen muss ich manchmal ein bisschen länger erzählen. Ja.